Willkommen bei einer frostigen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und mit dem nächsten YouTuber, der euch zeigt, wie er gnadenlos jetzt die Clanspiele-Rewards abholt. Und damit willkommen, habe ich glaube ich schon gesagt, herzlich willkommen. Natürlich will ich euch zeigen, wie ich meine Clanspiel-Rewards abhole, denn so wirklich viel kann ich nicht mehr gebrauchen. Und wir gehen einfach mal rein. Ich habe es tatsächlich geschafft, mal alles so abzuarbeiten, dass ich jetzt auch wirklich alle 6 Tiers hier nehmen kann oder 6 Tiers hier nehmen kann. Und ich nehme so ein bisschen den Loot mit, habe ich gut gesagt, glaube ich. Sonst heißt es ja mal Loot bei mir, aber heute ist mal der Loot. Und ich kann mir so ein bisschen was befüllen hier mit Gems, und ich nehme ganz bewusst auch immer mal so ein paar Sachen. Das machen sicherlich alle Max Rathaus 12er oder die nicht mehr so viel zu tun haben, dass sie sich einfach etwas schnappen, was sie in Gems umsetzen können. Denn das nächste Rathaus ist sicherlich schon bei Supercell irgendwo in den Köpfen und in den Startlöchern. Und aber was ich mir natürlich sehr gerne wünschen würde, das seht ihr jetzt mal eben, ich blende das mal gerade ein, das ist natürlich so ein Button, wo man noch draufklicken kann, so weiter oder so wie ich es gemacht habe, Good Luck, also so ein Spin Wheel, wo nochmal alles wie in so einem einarmigen Banditen an dir herläuft und neu gemischt wird, damit es einfach bessere Rewards werden, irgendwie so. Ja, vielleicht lässt sich Supercell das einfallen. Ich habe die Tage mal mit Olli rüber gequatscht, dass so ein Button sicherlich nicht schlecht wäre. Und einige würden sich den ganz, ganz sehnlichst herbei wünschen, denn sie können nicht mehr wirklich viel mit den Dingern anfangen. Aber ich habe hier ein bisschen gepusht, das heißt, ich kann sogar die beiden Trainingspotions nehmen. Nehme hier mal das Gold mit. Gold ist immer gut für Mauern. Hier haben wir einen Heldenlevel mehr für Rathaus 13, 14, 17. Wissen wir nicht. Und wir nehmen hier die dunkle Rune. Die nehme ich auch nicht mehr zum Befüllen, sondern die nehme ich erstmal mit, wenn es demnächst dann wieder eine gibt. Dann verticken wir die halt, machen die dann zu Gems. Wir können ja mal gerade gucken, wie viel die überbringt, und punktemäßig war ich gut dabei, weiß ich nicht, 1350, ich war nicht gut dabei, aber das habt ihr in den Folgen vorher auch schon gesehen. Aber wir können mal gucken, was so eine dunkle Rune eigentlich bringt. Es wäre wirklich schön, und ihr wisst das, die dunkle Rune gibt es ja hier beim Händler für 3000 Gems, wenn man, sagen wir mal, die Hälfte jetzt aus der magischen Truhe wiederkriegen würde. Das wäre schick, muss man sagen. Also wenn du hier hingehst, gehst in den Shop und sagst, Zell, 50. Okay, überhaupt kein Vergleich, ne? 3000 Gems dafür ausgeben und nur 50 wiederkriegen, wenn du es verkaufst. Das ist nicht so der richtige Deal. Also der passt wirklich nicht, aber den Rest habe ich jetzt einfach mal genommen. Denn so ein Heldenbuch hier bringt auch 50 immerhin. Das wären dann schon 100 Gems. 20 haben wir gerade dabei gekriegt. Ich hätte jetzt auch die Mauerringe nehmen können, aber ich denke mal, hier im Hauptdorf und auch im Nachtdorf mache ich die Mauer denn lieber einfach mit dem, was ich so verdiene. Da lohnen die sich nicht. Die anderen habe ich immer noch voll, beziehungsweise von den Machttränken habe ich immer noch glücklicherweise 9 Stück. Da kann ich noch ein bisschen was abgammeln und abfarmen. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so genommen habt und ob ihr euch auch so einen netten Button wünscht. Aber wir hatten hier natürlich CK und ich habe ein paar nette Kämpfe heute im Gepäck. Wird vielleicht ein bisschen höher sein, aber ich denke mal, sie sind trotzdem sehenswert. Oh ne, wir haben doch noch ein bisschen Rathaus 9 auf Rathaus 9 Power, also der HMG hier auf die Nummer 24, 23 oder 24, Augenhöhe, würde ich mal so sagen. Ja, mal ein bisschen näher rein und mal sehen, wie er es geregelt hat. Also viele Angriffe, die ich ab und zu mal aus den Clankriegen hier überhaupt so ein bisschen dokumentiere, sehe ich dann auch das erste Mal. Das ist dann also nicht, dass ich den schon mal gesehen habe und weiß, oh ja, es wären 3 Sterne oder es wären 2 Sterne oder er hat die Clanburg verkackt oder was auch immer, sondern oftmals ist es dann einfach so, dann schmeiße ich mich immer selber so ein bisschen hier ins Wasser und denke, könnte gut sein, ist vielleicht interessant, und dann nehme ich das einfach auf. Also ganz, ja, so ein bisschen immer so aus dem Bauchgefühl von mir, so was gut ist oder weiß ich dann manchmal gar nicht. Manchmal ist es auch so, dann habe ich auch gerne mal einen Angriff drin, der gar nicht mal so doll anfängt wie dieser hier. Und zeige ich den, nehme den auf und dann denke ich so, boah, der war jetzt doch nicht so pralle. Aber ich lasse ihn dann doch drin, denn das ist ja nach wie vor Setz Live Clash of Clans hier. Und ich kann ja nichts Verschöntes hier zeigen, also nicht immer nur super duper High-End-Kämpfe. Und wir machen das schon, denn der Kampf hier war ein ganz schönes Gekrampfe, muss ich sagen. Die Hawks haben sich gerade mal so 3 geteilt. Das ist immer scheiße. Er hat auch jetzt gerade, oh, ich habe meine Clanburg vergessen, hurra. Okay, hat er also die Bowler vergessen. Naja, dann setze sie irgendwie, damit die noch so ein bisschen was retten hier. Die machen jetzt aus ein bisschen was weg, dass die Hawks in jedem Fall hier im Spiel bleiben. Und so habe ich das jetzt so ein bisschen gedeutet. Und deswegen
glaube ich, hat er jetzt auch noch genug Cleanup. Der 14er King hier, ah ja, die Queen ist dann ist noch dabei. Aber ihr seht das hier so ein bisschen mit, ich will es jetzt nicht hoch beschönen, aber ich glaube mit Max Helden im Rathaus 9 Bereich, da geht schon einiges. Und deswegen lege ich ja, sage ich immer wieder, Leute, maxt eure Helden gerade im Rathaus 9 Bereich. Und wenn du sowieso dann vorhast, in den Rathaus 10 Bereich zu gehen, ihr werdet euch extrem leicht tun. Ihr werdet es nicht so schwer haben, gerade der Start von AH10 mit wirklich Low Helden, ich sag mal 10er King, 10er Queen, ist dann schleppend, weil du kannst dann nicht mehr von ausgehen, dass dein Clan dich nur noch für Rathaus 9 dann nimmt, weil du bist ein 10er. Und wenn du dann stärkere Gegner machen musst, dann mutierst du irgendwie zu so einem 1-Sterner oder einem 2-Sterner im Rathaus 10 Bereich. Und das willst du natürlich nicht. Ich sag mal, bei Rathaus 9 wirst du dann sicherlich 3 irgendwo holen, weil du einen Zauber mehr hast und hast auch ein paar Truppen mehr, nämlich 20 Stück. Aber ich glaube, damit kann sich dann keiner an die Brust fassen und kann sagen, ich habe mal wieder 9er platt gemacht. Okay, ich bin Rathaus 10. 10er schaffe ich dann nie. Und deswegen ist das, glaube ich, immer ganz gut an den Tag gelegt, wenn man da so ein bisschen bessere Helden hat. So, mal sehen, was unser Freizeitflieger hier gemacht hat. Mit Rathaus 12 Truppen, allerdings mit Machttrank hier. Ich nehme mal an, noch für den Fledermauszauber. Mal sehen, der funktioniert nämlich immer noch ganz, ganz gut. Glaube ich zumindest. Er wird ihn ja hier benutzt haben, weil er ihn hat. Aber mal sehen, wie er das hier überhaupt in dieser Base nutzt. Er friest also den Magierturm da. Ja, auch keine schlechte Idee. Er nimmt den Adler jetzt. Vielleicht kommt er noch zum Adler, aber da kommt er nicht hin, weil die ganzen Fledermäuse natürlich vom Feger so ein bisschen weggezogen werden. Aber die gehen hier jetzt noch ganz gut durch. Sind jetzt schon mal Richtung Rathaus. Dann geht das hier an den Multi-Inferno. Okay, da das packen sie aber auch nicht. Also gegen Multi-Geschichten und gegen Flächenschaden ist es dann doch schwer. Aber ich denke mal, der Funnel ist ihnen dann an der Stelle denn doch irgendwo gelungen, sodass seine Loons und seine Drachen hier jetzt Richtung Rathaus zumindest schon mal fliegen. Und da ist natürlich, im Gegensatz zum Single Inferno tut so ein Multi diesen Drachen dann überhaupt nicht weh. Und ich weiß auch nicht, ob man dann immer unbedingt den Warden zünden muss, wenn das Rathaus hochgeht. Denn das Rathaus macht nochmal einen Flächenschaden von 1000. Und der 1000, und also dieser Flächenschaden 1000, der geht ja jetzt nicht 1000 auf alle Drachen, sondern der ist ja auf Fläche verteilt. Und deswegen glaube ich, dass man den bei den Drachen nicht unbedingt braucht, je nachdem wie viel man hat, und man braucht ihn natürlich auch nicht bei den Minern, denn die sind rechtzeitig wieder unter Tage und vielleicht kann man die Fähigkeit da so ein bisschen später nutzen und muss sie nicht unbedingt dort dann nutzen, wenn es Rathaus hochgeht. Hier machen gerade den Breakdance hier oder den Dreamdance die paar Loons hier, okay, die gehen jetzt auch drauf. Die kleine Tornadofalle macht so einen ganz kleinen Schaden an den Loons, daran sind die jetzt nicht gestorben oder kaputt gegangen, sondern dann eher an dem Feuer, der die ganze Zeit hier außen auf die Tornadofalle wirkt. Jetzt sind es hier nur noch so ein paar kleine Skelettchen. Und hier hinten, oh, da haben wir noch eine Queen, die habe ich jetzt ganz, ganz vergessen. 60er Queen hier, auch cool gemacht vom Freeware, muss ich sagen. Erstmal die Queen schön auf Max-Level geballert, als er 12er war. Ich meine, auch das ist, auch da gehört immer ein bisschen Disziplin zu, dass du erstmal sagst, Farm, Queen 60. Und ich glaube, das war so ein bisschen sein Ziel, aber 26er Warden und auch 57er King, das ist nicht mehr lange, das ist nicht weit entfernt. Und ich glaube, gut gemacht hier, schöner Angriff, schöne 3 Sterne, 10 auf 11, also auch hier absolut auf Augenhöhe. Rathaus 12 auf Rathaus 12, im Moment sind die Matchmakings, muss ich sagen, hier beim Clanspitzen mit Soos eigentlich ganz gut zu gebrauchen, also wir können nicht unbedingt meckern. So, mal sehen. Wir gehen immer höher. Ihr seht, wir sind heute hart im Rathaus 12 Bereich, aber wir sind auch mittlerweile sehr, sehr viele 12er. Der Mini hier, Mini minus 23 gegen den Hulk, gegen den Grünen, gegen das grüne Monster. Hätte ich mal fast gesagt, aber in manchen Filmen ist er gar nicht so ein Supermonster, sondern da ist er ja auch, ich will jetzt nicht sagen, dass er lieb und brav ist, so wie ich es auch nicht mehr unbedingt überall bin. Das habt ihr sicherlich auch gemerkt, so hier und da bin ich dann auch mal so ein bisschen zurückhaltender und hau dann auch schon mal einen Spruch auf. Das betrifft vor allen Dingen meinen Discord, muss ich sagen. Ihr braucht mich da nicht anfunken. Ich bin oftmals auch am Tage mal im Discord-Web. Dann kann ich nicht quatschen, das geht einfach nicht. Weil wenn ich in irgendeiner Firma hocke, dann habe ich zwar einen Browser auf, weil ich sowieso Browser-Tätigkeiten habe. Aber mich dann 2000 Mal zu fragen, Toto, kommst du quatschen? Und weiß der Geier, das geht dann halt nicht. Wenn ich dann einmal sage, nee, geht nicht, Punkt. Dann müsst ihr das nicht
4 Stunden lang probieren, geht's jetzt. Nein, wenn ich einmal sage, es geht erstmal nicht, dann werde ich euch schon sagen, so jetzt geht's. In der Regel komme ich dann ja auch in einen meiner Kanäle, den Sprachkanälen mäßig. Und wenn ich dann da bin, das könnte dann das Zeichen sein, ja, ich bin jetzt zu Hause und ich kann auch mal ein Wörtchen mit irgendjemandem reden, wer dann noch da ist. Aber die meisten sind halt natürlich hier tagsüber da. Und wenn ich dann abends um 23:30 hier in Discord komme und warte im Sprachchannel unbegrenzt auf redebedürftige Leute, ist keiner da. Ist leider so. So ist das Leben vor allen Dingen in der Woche bei mir. Und da dürfte aber nicht angebreselt sein oder so. Aber so ein bisschen muss ich sagen, nervt es mich, wenn einige Leute das dann überhaupt nicht verstehen, dass ich das nicht. Ich möchte das, ja, aber ich kann es halt nicht. Das müsst ihr dann auch halt einfach hinnehmen. Und ich bin auch einfach nur ein Mensch, der dann irgendwo an irgendeinem Browserfenster sitzt, hat da sein Discord auf und kann zumindest sehen, was wird so geschrieben, was wird gepostet, aber in einen Sprachkanal kann ich dann nicht gehen, aber ich bin sowieso etliche Male, denn auch abends, vor allen Dingen in anderen Sprachkanälen, ist auch leider so, wir haben auch CK, sprechen unsere Angriffe dann in anderen Discords ab und so ist das nun mal und so rennt einem dann von so einem normalen Arbeitstag hier auch so ein bisschen, irgendwann rennt dir die Zeit ein bisschen weg und dann stellst du fest, oh, so wie heute, oh Tutu, ich wollte ja noch was zu Papier bringen, denn wenn ich das nicht zu Papier bringe, hier also eine Folge aufnehme, dann ist es vielleicht morgen weg und dann sehen wir die schönen Angriffe hier nicht mehr, weil wir irgendeine Wartung haben oder was auch immer, morgen fängt wieder ein Event an, da kann ich mir vorstellen, dass die eine kurze Wartung vorher reinschieben oder sowas und dann kann ich vielleicht tolle Angriffe wie den vom Mini hier nicht mehr zeigen oder ich habe ihn dann einfach nicht mehr da und das ärgert mich dann immer maßlos, aber cool gemacht hier, super Sache, 3 Sterne von Mini. Länger nicht gesehen und auch wiedererkannt. Laura hier von mit Nummer 7 auf Nummer 1. Das ist dann hier, man sieht, dass die Laura ist, obwohl die Laura ist schon gut dabei, die ist auch länger schon maxed mit vielen Truppen, mit ihrer Base und aber mit ihren Taktiken noch nicht. Aber ich muss sagen, viele arbeiten hier im Gegensatz zu mir an ihren Angriffen, fordern immer wieder zu Friendly Requests, also zu Freundschaftskämpfen. Das mache ich ganz, ganz wenig. Ich komme da einfach nicht mehr so wirklich zu, wo ich sage, so jetzt mache ich mal eine Stunde lang nur FCs, das kriege ich irgendwie nicht mehr hin. Ich muss das unbedingt mal wieder hinbekommen oder zumindest vorm Clankriegsangriff, aber manchmal macht das keinen Sinn, weil angenommen, ich markiere mir irgendeine Nummer, die Queen schafft das da nicht mehr ganz, ich markiere mir irgendeine Nummer und das ist jetzt Base XY und jetzt fange ich dann an, FCs zu machen auf ganz andere Bases mit ganz anderen Infernos, nämlich nur Multis vielleicht und ich habe gerade die Armee am Start, Fledermäuse mit Drachen, da muss ich nicht auf eine Multibase unbedingt sowas üben, weil es bringt dann an der Stelle nichts und deswegen sind diese FCs immer, ja, ich genieße die immer mit Vorsicht, das passt manchmal vorne und hinten nicht, du hast einfach eine Armee gebaut und kannst ja jetzt nicht sagen, hallo Leute, bitte stellt mir mal eine Base mit Single Infernos zur Verfügung, damit ich ein bisschen meinen Angriff üben kann auf Bases mit Single Inferno, Adler in der Mitte und ich 3 Sterne schaffe oder 2, keine Ahnung. Und deswegen finde ich diese FCs immer so ein bisschen, ich finde sie immer ein bisschen grenzwertig, die passen vorne und hinten nicht, weil du hast eigentlich fast immer eine andere Base, als dass dir dein Freund, Kumpel, Mitspieler hier zur Verfügung stellt. Das ist einfach so. Und ich meine, man kann das natürlich üben, wenn man gewisse Facetten üben will. Das mache ich zum Beispiel, wo ich auch mal ein bisschen rausziehen will. Wie lange schaffe ich eine Queen mit einem Queenwalk am Leben zu halten mit 8 Mauerbrecher? Ja, wie weit geht die? Schaffe ich das bis voll in die Base rein? Kriege ich den Adler? Oder was muss ich machen? Wie muss ich den Wut schmeißen? Schmeiße ich den dann eher auf die Queen, dass die Heiler reinfliegen? Oder? Das ist dann so ein bisschen eher mein Gewerk, um das Ganze mal zu checken. Was schaffe ich maximal mit zum Beispiel meiner Queen und einem Queen Charge? Wenn ich halt in die Base rein will, dann ist das ja immer ein Queen Charge. Und aber ich denke mal, stabile 76% ist hier oben absolut in Ordnung gewesen von Laura. Hat so gut gemacht hier und wir haben hier am Ende nochmal richtig zugeschlagen. Kann man nicht anders sagen. Ich hätte es auch selber nicht mehr gedacht. Der Gegner war nicht schlecht. Aber wir haben dann am Ende, wir gehen mal kurz in die Events rein und da kann man das eigentlich ganz gut sehen. 15 Minuten vor Schluss
der Juli nochmal auf die Nummer 18 und davor waren 22 Minuten. Also wir haben auch wieder uns richtig schön Zeit gelassen. Manchmal ist es ja auch scheiße, weil wir dann uns überfliegen und dann werden die Angriffe blöd. Aber der Flieger hier mit dem Dreisterner, das war schon alles schön in den letzten, ja, so in der letzten Stunde, sage ich mal. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo, ja, ich habe 2 Sterne geholt. Eine Stunde vor Schluss habe ich meinen ersten Angriff gemacht. Ich glaube, den zweiten habe ich dann noch nicht mal mehr prozentual verbessern können. Das macht aber auch nichts, denn zu dem Zeitpunkt haben wir schon gewonnen. Also cooles Ding hier, vielen lieben Dank, dass der Clan hier so toll im Moment mitspielt, so toll kooperiert und wir auch so ein bisschen ganz ohne Juli manchmal unsere Angriffe sogar schaffen. Also uns nicht mehr alles so vorkauen lassen, das hat mich nämlich in letzter Zeit so ein bisschen gestört. Mache ich natürlich auch, ich frage auch mal gerne nach einer Taktik. Aber wenn ihr nach einem Video fragt, dann guckt einfach wieder in den Kanal rein. Abonnieren und Daumen nicht vergessen. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Vielleicht.